Belori Scheladiel, meine Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play WoW, WoD, die Horde. Wir sind im Vorgebirge des Hügellands unterwegs und ich habe jetzt rausgefunden, wie ich diese Quest abschließen kann mit dem Dumas und werde dann das jetzt auch mal tun. Ne? Also bis zum Aufnahmezeitpunkt, der, ja, wie ihr seht, Samstag 15:12 ist, gibt es noch keinen Gewinner. Es hat noch niemand sich gemeldet. Ich habe aber gerade eine E-Mail bekommen, was auch der Gewinner sein könnte. Aber das ja, ist ja jetzt quasi dann bis zum Redaktionsschluss leider nicht mehr bei mir eingetroffen. Ne? Von daher wird der Gewinner in diesem Video leider nicht erwähnt, aber dann natürlich in dem am Montag. Und hier hat gerade jemand ganz nett und freundlich alles freigeräumt. Vielleicht haben wir Glück. Und können dann hier jetzt direkt mit dem Dumas einfach durchlaufen. Ich denke es mal, also ich hoffe es mal. Wo war der denn eigentlich? Der war doch hier irgendwo, ne? Ja, ich glaube, der ist gerade, weil er mit dem rausgelaufen ist, der braucht, glaube ich, ein bisschen Zeit, bis der respawnt oder so. Wir prügeln einfach mal so ein bisschen hier auf die Dings ein. Und ja, das Video ist, wie gesagt, vor jetzt vor einer Viertelstunde online gegangen. Mit dem, ja, finalen Tipp. Also mehr Tipps wird es jetzt auch nicht mehr geben. Und wir sind dann mal gespannt, ob sich denn jemand dazu erbarmt, ne, aufzulösen. Ist ja fast wie bei 9 Live hier, ne, mit Autos, ne, mit W und so. Also da auf jeden Fall dann auch den Twitter-Account definitiv im Blick behalten. Da wird dann jetzt. Kommst du jetzt mit? Ja, er kommt. Da wird dann auf jeden Fall dann demnächst. Ja, komm jetzt mal runter, hey. Da wird auf jeden Fall dann demnächst der Gewinner bekannt gegeben, sofern es denn einen gibt. Wo geht's denn jetzt raus hier? Hier rechts rum, ne? Ja. So, geh weg von den Menschen da. Du willst den doch nicht durch. Okay, den müssen wir jetzt, glaube ich, einfach rumbringen. Da führt echt kein Weg dran vorbei. Und ja, ich bin echt gespannt, an wen es dann am Ende gehen wird. Also, man braucht halt schon so ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen Szene-Ahnung, um das eben, ach Mann, um das eben hinzubekommen. Mit dem Tipp, also nicht unbedingt so viel, aber es ist auch eine Figur, die im Deutschland auch durchaus bekannt ist. Und ja, also ich bin's echt, ich kann echt nicht einschätzen, ob das überhaupt jemand auflösen wird, weil erstens mal sind Heroes of the Storm Keys ja mittlerweile echt nicht mehr so hoch im Kurs, ne? Und zweitens mal, ja, muss man dafür halt auch so ein bisschen halt Fan sein, ne? So ein bisschen Anime-Fan sein und sich halt die Mühe machen, mit meinen Tipps was anzufangen. Also es ist schon, wie gesagt, ein bisschen Arbeit auch. Oh yeah, that's great. I'm so happy to see that Hinome helped you out in the mine, postponing your tragic and inevitable death. Now why don't you scurry along? I hear Terran Mill is looking for Forsaken just like you, Dumas. Ja, ne, die Bratze schickten uns einfach weiter. Mag ihn auch nicht. Ich kann es verstehen, denn er ist auch einfach dumm. Und jetzt despawnt er einfach. Mein Gott, wie dumm man doch sein muss. Ja, ne? Also, das nächste Gewinnspiel. Boah, sorry. Ich habe gerade irgendwie Froschschmalz. Boah, schrecklich. Das nächste Gewinnspiel ist auch schon vorbereitet. Ich habe die Tipps schon alle geschrieben. Ich überlege mir mal, ob es einen Bonustipp dann geben wird. Also, nächstes Gewinnspiel startet dann auch morgen in der Episode. Also, für mich übermorgen, für euch morgen. Am Montag dann. Und ich versuche, das so zu deichseln, dass ich halt die nächste Episode erst aufnehme, wenn die Zeit eben für das Gewinnspiel abgelaufen ist. Ich bin ja jetzt an einer 51K-Leitung dran. Ich habe jetzt 20 Minuten Upload-Zeit. Also, viel geiler geht's echt einfach nicht. Trouble at the Sludge Fields. Ja, schauen wir uns doch mal an, was hier gerade passiert. There's trouble at the sludge fields. Okay, also mehr Text will da wohl irgendwie nicht. Gut. Auf jeden Fall. Ärger bei den Feldern hier. Und da seht ihr auch einen Lichtstrahl. Ganz, ganz merkwürdig. Ganz, ganz strange Felder hier.
Zetgude darauf rumlaufen und Skelette und da auch eine riesengroße Abobe mit einer, ja, Pitchfork, ne, einem Dreizack. Und hier, ja, noch irgendjemand. Ich glaube, es ist Heigen, der Unclean. Bin mir aber nicht ganz sicher. Müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall seht ihr, da ist einiges am werkeln. Nice. Level 23. Wir steigen immer weiter, immer schneller auf. Und kriegen jetzt quasi einen neuen Quest-Hub. Also, Vorgebirge des Hügellands versuche ich halt größtenteils durchzuquesten. Einfach nur, ja, weil. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Sorry, ey, mit dem Frosch, das nervt echt so ein bisschen. Clerk Horace Whitesteed, den kennen, also ihr vielleicht nicht unbedingt, aber den kennt man noch, wenn man hier schon gequestet hat vor dem Kataklysmus. Das, oh, da gibt es sogar eine Quest. Battle for Hillsbread. Nice. Also wie gesagt, früher war das hier alles eben Allianz und Horde, die sich hier fiese, volle Möhre auf die Fresse gegeben haben. Mit Süderstadt und Hillsbread. Und das hier war ursprünglich mal eine Allianzstadt, in der man als Hordler halt reingehen musste. Und ihr seht hier, das sind Menschen, die da eingegraben sind. Ja, merkt man so ein bisschen, ne? Typische Horde. Typische Horde. Und was hier noch so alles ist, seht Maden rumlaufen, ne? Paar, Labore von den Verlassenen, die hier ihre. Den habe ich doch eben schon getötet, oder? Nee. Sind das Nulkes? Ja, wie gesagt, das sind halt alles jetzt die Mobs, die auch schon zu, ja, Classic-Zeiten quasi hier waren, nur jetzt eben dann, ja, Forsakenifiziert oder so. Auf jeden Fall merkt man hier, na, das ist nicht unbedingt ganz so das auch, was Volgin für seine Horde da verlangt hat, beziehungsweise was Thrall eigentlich mit der Horde ja tun wollte. Er wollte ja eine Horde schaffen, die ehrenvoll ist, und wir können hier die Menschen wieder ausbuddeln, ne, und die mal ein bisschen retten, so mal als gute Tat, ne, für unser, ja, für unser Seelenheil, ne. Wir sind ja kein Verlassener, wir sind ja nicht Jolt, ne, wir sind ja nur YOLO leider. Und wir werden unserem Schöpfer irgendwann entgegentreten, ne? Also spätestens wenn Blizzard die Server abschaltet, dann ist es für uns natürlich auch vorbei, ne? Also die Server, ich weiß nicht, wann die Server abgeschaltet werden sollen. Also ne? Ende von WoW wird sicherlich kommen, irgendwann. Sei denn Blizzard denkt sich Jolt, ne? Und macht dann so wie, keine Ahnung, WoW Revival Action oder so ein Scheiß. Wäre auf jeden Fall. Ich trau's ihnen zu, dass sie dann irgendwie WoW 2.0 machen oder so ein Scheiß. Also nochmal rebooten das Ganze und dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Jahre oder so in der Zukunft spielen lassen. Wo man dann halt eine komplett neue Geschichte hat. Also, sie müssten auf jeden Fall nochmal so ein RTS machen, also ein Echtzeitstrategiespiel. Quasi Warcraft 4 und das dann quasi ja, das neue Setting setzt für ein neues WoW. Aber das ist alles Zukunftsmusik und davon verstehen wir auch alle gar nichts, ne? Hier gibt es Agility und Stamina, das nehmen wir am besten mit. Und Agility bringt uns zwar an sich nichts, aber die Stamina bringt uns was. Und wir tauschen ja sowieso nichts aus hier, sondern ziehen einfach nur einen zweiten Ring an. Also mit fünf Fingern nur zwei Ringe nehmen. Ja, ne? Ich meine, technisch gesehen, ja, ne? Verlobungsring, Hochzeitsring, fertig. Find Johnny Jenny Awesome at the Sludge Fields. Ja, der gute Johnny Awesome kennen wir noch, haben wir die Quest angedreht. Und ja, der ist hier so ein bisschen in der Bredouille, ne? So kann man das, glaube ich, sagen. Und oh, sogar Rehe. Warum laufen die Rehe rum? Also die Rehe finde ich ein bisschen merkwürdig. Ah, da seht ihr Twinkles, das Sternenpferd, das er geritten hat, liegt hier tot und begraben. Ja, das Pferd hätte ich gerne. Es ist halt sehr teuer, leider. Celestial Steed kostet mir zu viel auch. Also können wir mal gerade, können wir nicht gucken, weil ich habe die Leiste ausgeblendet. Bam! Johnny is sobbing loudly. Twinkles! It killed her! Ja, der Arme.
You there! Yes, you paladin! I have been captured against my will and imprisoned illegally by Warden Stillwater. Get me out of this cage and I will explain everything. Ja, das kriegen wir noch hin. Wir sollen den Schlüssel uns, ja, wieder aneignen, ne? Was übrigens, oh, da ist sogar noch ein... Wie kam der denn hier rein? Lustig. Hä? Wie cool. Rennt einfach hier mitten in die Forsaken Fields rein, ne? Und die Verlassen denken sich alle so, YOLO! Ne, beziehungsweise Jolt, ne? Die sind ja voll die Jolt-Fraktion, also. Kann man auch verstehen, ne? Wenn man halt schon mal tot war, dann... Ja, gibt man halt irgendwann keinen Fick mehr drauf, ne? Also, ja, ich sterb jetzt halt. Naja, bin ja schon mal tot gewesen, ne? Und die hier sind sowieso ein wenig, ja, nicht so sehr gesegnet in der Oberstube, ne? Um es mal so auszudrücken. Also, die sind, ja, willenlose Sklaven, die die Verlassenen hier auf den Feldern mal halten und sind auch infiziert, ne, mit irgendetwas. Und was das so genau ist, weiß man gar nicht. Ne? Also das, wir sind momentan noch nicht so ganz hintergestiegen, was hier eigentlich gespielt wird. Ne? Und dieses, was hier eigentlich gespielt wird, das erfahren wir dann gleich, wenn wir den guten Kollegen dann da mal rausgezimmert haben, ne, aus seiner Bredouille auch, ne. Ey, das ist doch jetzt nicht ernsthaft wahr. Wie viel pull ich denn jetzt noch, Mann? So. When Captain America throws his mighty shield. Ja, auf jeden Fall, ihr solltet auf jeden Fall mal auf Twitter folgen. Also wenn ihr echt Lust habt auf so ganz random, merkwürdigen Scheiß, ich poste ab und zu mal ganz lustige Videos. Twitter oder Facebook, seht ihr das dann und ja. Also, ich finde mich witzig, aber ja. Das Schild ist scheiße. Bringt auch weniger Geld, fick dich. So. Huch, Level 24. Was ist jetzt los? Phasing? Ja, Phasing. Achso, ich wollte ja in Burg Schatten fangen. Warum vergesse ich das andauernd? Do it for Twinkles! Ja, da hat jemand Twinkles getötet. Und before the Warden received his comeuppance, we must deal with the outbreak. We cannot risk this contagion being released. Ja, komm. Das lesen wir jetzt unterwegs. With the laborers' quarters directly north of here is a monstrosity Stillwater piece together out of three farmers. This beast must be destroyed if we are to secure the sludge fields protocol demands it. Ja, machen wir doch mal, ne? Kein Ding. Der geht auch gut down und wird jetzt noch gestunt, ne? Geben wir mal so einen vollen Möhre Fick dich in die Fresse. Muss ja auch ab und zu mal sein. Und haben wir auch schon das gemacht. So, jetzt müssen wir noch Johnny Awesome helfen. Ne, der Blacksmith Warrington hier. Auch eine Monstrosität. Ne, eine Monstrosity. Bin mir gerade nicht sicher, ob es da einen Unterschied gibt. Also ob es da eine spezielle Klassifizierung zwischen Monstrosities und Abominations gibt. Das ist jetzt auch natürlich nice. We will have justice. We will have justice. We will persevere. I'm listening. Ja, der Magistrat muss jetzt auch dran glauben. Doch nicht heigen. Wie anklingen sieht, aber so, ja, sah so ein bisschen so aus, wenn man drüber fliegt. Ich habe meine Brille nicht auf. Sorry, ich spiele gerade ohne Brille. Das ist übel. Ich muss mich voll nah an den Bildschirm ranlehnen, um überhaupt was lesen zu können. Magistrate Burnside was once the mayor of this region. In life. He was a formidable adversary in the battle over Hillspread. In undeath, he will surely test us. Oh, ihr seht, ich habe keine Brille auf. Burnside channels great arcane magic in the northwest section of the sludge fields. Lead us there, together we shall invalid target. Okay. Put an end to his rule once and for all. Ja, ich bin doch hier. Woohoo. See now. The product of your meddling. Burn in my hatred. Ja, das wollen wir noch mal sehen, ob das sich als akkurat herausstellt. Ich tippe mal, dass du gleich umfällst. Richtig. So. Now to bring Warden Stillwater to justice.
Ja, jetzt. Warum despawnen die denn andauernd? Das finde ich halt ein bisschen blöd. Oh, das ist ein Umhang. Der ist blau. Ich liebe blauen Umhang. Den will ich haben. Den will ich haben, Leute. Ja. Annehmen und hinrennen. With the undead outbreak contained, the time has come for Stillwater and his followers to answer for their crimes. I thought you averted a tragedy the likes of which has not been seen since the Scourge invaded. We must ensure that such a thing can never happen again. They will face true death. Laden! Alive! Now I know your allegiance lie, Hinome. And you, Jenny, I thought we had a connection. You've broken my heart for the last time. Warden Stillwater, you are deranged and a threat to our way of life. By authority of the Dark Lady herself, I hereby impose upon you the harshest penalty allowed under Forsaken law, true death. That goes for all of you traitors, a traitor scum who supported this fool. Kneel. I'm a threat. I am deranged. What I've created here is an evolution. This is how the Forsaken will thrive, not through some magical winged fairy sprinkling happy dust on corpses. Kill them all. They will serve as subjects for our next study. Ja, das glaubst auch nur du, mein Freund. Ja, das glaubt auch wirklich nur er. Also, ihr seht, ne? Oh, jetzt hat er sich transformed. Das finde ich nicht so nett. Hätte er mich ja mal vorwarnen können, ne? Aber gut. Hulk Smash. You think that you've won? Think again! Stand before my new form and tremble! Ja, du trembelst ganz schön im Boden gerade, Jung. So. Do not waste my time, Hinome. I will deliver this hat to the Banshee Queen personally. Of course, I will make mention of your part in all of this, Hinome. As for your reward, take from Stillwater's cage whatever you desire. You earn it. Oh, jetzt bin ich hier. Oh, freundlich mit Ohr gemacht. Huhuhuhu. Before my capture and imprisonment, I was stationed at the South Shore. My primary job at the ruins was to... Ja, gut, wir nehmen jetzt einfach mal das an. Der bringt uns jetzt wahrscheinlich darunter. Von daher müssen wir da jetzt eh laufen und können dann direkt unterwegs die Quest auch lesen. Before my blah, 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 my primary job at the ruins was to take slime samples and make sure that the blight that we released was safely dissipating. Simple and easy. If not for the Wogan, that would continuously harass us. So, ich bin jetzt irgendwie gerade falsch gelaufen. Hier ist gar kein Ausgang, oder was? Ist hier oben eigentlich? Doch, hier oben müsste doch der IT sein. Okay, super. I need you to head to South Shore and find my apprentice. Search Hinot. Make sure that he's okay, and inform him that I will return once my work has concluded. You will find the ruins of South Shore to the southeast, near the coast. Ja, auf jeden Fall, hier seht ihr Dark Ranger, ne, und Worgen, die sich gegenseitig bekämpfen. Ich hätte gerne mal die Klasse Dark Ranger so als Heldenklasse mit drin. Könnte man als dritte schwere Rüstungsklasse mit reinbringen. Fände ich extrem geil. Würde ich sofort hochzocken, ja. Würde ich so wirklich so ohne Umwege direkt Let's Play und hoch. Also echt so ganz ohne irgendwas da zu machen. Und ihr seht auch, die haben hier Atemmasken auf, ne. Wegen dieser neuen Plage. Und er denkt sich auch so, Helkula denkt sich auch so, YOLO. Helkula ist auch ein extremst interessanter NPC, den man hier antreffen kann. Inventory ist voll. Oh Mann, ich muss was verkaufen. Ist hier irgendwo was zum Verkaufen? Ach komm, ich schmeiß einfach das Ding weg. So, Helkulas Rod. Ach Mann, warum wollen die denn alle, dass ich was mitnehme? Was soll denn das? Helkulas Command. Gut, das kriegen wir hin. Ja, Helkula ist ein extremst interessanter NPC. Und zwar
Ganz aus einem ganz einfachen Grund, denn wir haben diesen NPC ja heraufbeschworen quasi. Wir haben ihn wiederbelebt. Und interessanterweise ist der ja in dem alten ja im alten Hillsbread eben eine Quest gewesen, in der man eben genau diesen Stab sammeln musste, konnte dann ihn bei Süderstade, wo er begraben war, konnte man ihn dann wiederbeleben. Und das war ein richtig hart, also für die damaligen Verhältnisse eben harter NPC. Ein Elite, der dann eben, ja, South Shore quasi den Arsch aufgerissen hat, also alles, was da so an Alice rumlief, dachte sich dann auch so, YOLO, ne? Und hat dann einfach mal volle Möhre auf die Fresse gekriegt. Und kriege ich noch einen von den. Ne. So. So, habe ich den jetzt angehittet? Ich glaube, ich hitte ihn einfach nochmal an. Und den Dark Ranger hier kann man auch direkt mal. Was? Drei Stück? Dann hitten wir sie mal alle an, ne? Wie es gehört. Und hauen wir uns ein Schild durch, damit die auch schneller umfallen. Ja, wenn jetzt nochmal drei spawnen, das wäre echt geil. Also, wenn man einfach so an einem Punkt stehen bleiben. Komm, die Pickaxe brauchen wir nicht. Nehmen wir den Stoff mit. Denn wie wir alle wissen, wird wahrscheinlich noch mehr Stoff droppen. Wir kennen das ja, ne? Also, so ein Greenie mitnehmen, das ist zwar schon nice, den kann man für ein bisschen was verkaufen, aber so Stoff, ne? Also, das ist wertvoll. Da droppt auch mehr als einer von, da kann man ein bisschen mehr mitnehmen und es dann wunderbar verkaufen im Auktionshaus, weil es immer noch Leute gibt, die das gerne haben wollen. Was ich nicht so ganz verstehen kann, ehrlich gesagt. Denn wir wissen ja, dass man mit WoD mittlerweile auch einfach mit den WoD-Mods leveln kann. Und an die kommt man halt extremst einfach ran mittlerweile, ne? Also ist jetzt auch nicht mehr so ja, das Problem. Aber das muss halt jeder selbst wissen. Und wir sind da natürlich nicht so, dass wir unbedingt irgendjemanden da richten wollen. Wollen wir Richturteile benutzen? Das ist nicht lustig. So gar nicht. Da muss nicht mal ich drüber lachen. Aber gut. Vielleicht muss ja irgendjemand drüber lachen. Schreib in die Kommentare, wenn da jemand drüber lachen musste. Den kranken Menschen will ich sehen. Jemand, der meinen Humor teilt. Ja, den will ich sehen, den kranken Menschen. Das gibt's nicht. Ach, habe ich das jetzt doppelt gezählt? Das war merkwürdig. So. Stirb, mein Freund. Und wir werfen nochmal unser mächtiges Schild. Ah, nice. Oh, ist die gerade auch gestorben? Hier kann ich Tote auch? Nee, schade. Oh, da hinten ist noch einer am Kämpfen. Halt aus, junge Dame. Wir sind unterwegs. Und da sind auch wieder mal drei am. Hey, drei gegen einen Mann. Wie scheiße unfair seid ihr denn, ihr Worgen? Gibt's ja nicht. Also ich hatte. Ja, meine Worgen, die ist nicht so. Die ist nicht so. Meine Worgen, die ist ehrenhaft. Ja, die kämpft one on one und nicht drei gegen fünf. Oder zwei gegen eins. Oder sieben gegen acht. Ne? Sowas machen wir nicht. Da sind wir zu großartig für, ne? Und da weiß nicht, ob ich da eingreifen muss. Hoffe es mal nicht. Vielleicht. Langt's noch? Langt noch? Langt noch. Okay, nice. Passt. Was ist mit Dark Ranger los? Warum kriege ich denn jetzt hier alles angezeigt? Egal. Nicht mein Problem. Wir haben Helcooler geholfen und ihm definitiv seine Wünsche erfüllt. Find Kingslayer Orcus. Okay, kriegen wir auch hin. Und wir sollen jetzt hier noch Orcus helfen und Schleim. Und wir kriegen jetzt eine Glyph und da gucken wir mal gerade. Ja, das Dazen ist eigentlich egal. Range interessiert mich auch nicht so. Gut, dann müssen wir halt einfach das nehmen, weil wir haben nichts anderes übrig. Und Minor Glyphen. Was haben wir hier denn noch? Contemplate. Ja, okay, das lese ich mir durch, wenn ich eine Brille auf habe. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
mehr.